Das erste Haus in der Astrologie repräsentiert ja so deine Selbstidentität, aber auch eben den ersten Eindruck, den du auf andere machst und dein Aussehen, also auch deinen physischen Körper. Und grundsätzlich ist das erste Haus auch das deines Aszendenten. Also es markiert sozusagen den Winkel, also der Aszendent ist ein Winkel. Und das erste Haus ist eben mit dem vierten, siebten und zehnten Haus eines der wichtigsten Häuser, weil es eben diese Winkel markiert in dem Horoskop. Und wenn du so ein bisschen auf meinem Channel schon warst, weißt du auch, dass diese Häuser sozusagen mit jeweiligen Tierzeichen ja repräsentiert werden. Und das sind alles kardinale Tierzeichen. Und das erste Haus ist auch das des Widders, also erst kardinal und erst ein Feuerzeichen. Also auch das erste Haus ist mit dem fünften Haus und dem neunten Haus ein Feuerhaus. Also wenn wir an den Widder denken, dann geht es ja vor allem so um, ja, Durchsetzungsvermögen, Willensstärke, vielleicht auch sehr viel Ehrgeiz oder auch ja, sehr dynamisch einfach grundsätzlich. Und das Haus repräsentiert eben auch für uns das, wie wir im Leben agieren. Also es geht vor allem um Agieren, also um ins Handeln kommen. Das ist das, wofür das Haus steht. Und auch so ein bisschen, wie wir immer wieder neue Lebensbereiche anfangen, also beginnen, wenn zum Beispiel neue Dinge sozusagen passieren im Leben. Und das ist ja auch das des Aszendenten. Also der Aszendent bildet ja auch nochmal das, wie Leute dich ganz am Anfang wahrnehmen, also was du vielleicht auch nach außen hin ausstrahlst, ohne es dir unbedingt wirklich bewusst zu sein. Also deswegen ist das erste Haus einerseits eben ja der physische Körper, aber auch der erste Eindruck, also das, was Leute von dir wahrnehmen. Also das erste Haus mit dem Aszendenten ist dann auch so ein bisschen immer so diese Maske, die man nach außen hin trägt. Und ich finde aber auch immer die Interpretation ganz gut, dass es so die Tür zu deinem Inneren ist. Also der Aszendent ist ja ein Winkel, der markiert das, den Übergang vom 12. Haus ins erste Haus. Und es ist diese Tür eben, die zu dich selber führt. Und als Kind sieht man ja den Aszendenten weitaus stärker, also wir leben ihn viel stärker. Und mit der Entwicklung im Alter und der Ausprägung des Egos wird die Sonne immer mehr stärker und immer präsenter. Und in der esoterischen Astrologie ist es ja nun mal so, dass der Aszendent aber, dass man zurück zu den Ursprüngen gehen soll, also wieder zu dem Ursprung, zur Tür des Inneren wieder reingehen kann. Also so von der Idee. Also das erste Haus kann dir viel über dich selbst darstellen, wiedergeben, also für deine Selbstwahrnehmung, aber eben wie andere dich auch wahrnehmen. Und ja, ich dachte mir, ich gehe einfach mal die einzelnen Planeten durch, wie sie sich zum Beispiel in dem ersten Haus ausdrücken. Hast du in deinem ersten Haus die Sonne stehen, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges Haus für dich, weil die Sonne steht ja für deine Identität, also für das, wer du selbst bist und dich selber wahrnimmst. Und wenn sie sich in dem ersten Haus befindet, dann geht es für dich vor allem um die Selbstentfaltung, also deines Selbst. Und ich hatte ja gesagt, das erste Haus ist ein Feuerhaus und mit der Sonne als ein Feuerballen quasi dort ist das wirklich wie ein Spotlight. Also du bist von der Person jemand, der ja, der vielleicht auch gerne Aufmerksamkeit genießt, aber grundsätzlich eben auch sehr bekannt ist. Also du hast eine gewisse Ausstrahlung, die dich ja, die dich sehr berühmt vielleicht sogar machen kann. Die Sonne im ersten Haus zu haben, macht dich einfach auch als sehr kreative Person, vielleicht auch autoritär. Also vielleicht neigst du im schlimmsten Fall auch sehr dazu, sehr egoistisch zu sein, weil es eben viel um dich selbst geht. Aber nach außen hin eben, ja, du hast wahrscheinlich einen sehr, sehr starken Körper, du hast viel Lebensenergie und mit dieser Sonne im ersten Haus kommt es auch einfach dazu, dass du ja gute Führungsqualitäten mit dir bringst. Also auch das bedeutet für dich, du kannst ja einerseits Berühmtheit erlangen, bist aber grundsätzlich wahrscheinlich einfach sehr durchsetzungsfähig und es geht wirklich darum, dich selbst komplett in diesem Leben zu entfalten. Hast du in deinem ersten Haus deinen Mond stehen, dann ist der Mond ja das, was so ein bisschen deine innere Gefühlswelt repräsentiert, also deine Emotionen und Intuition. Und das macht dich als Person von außen hin erstmal ja weitaus femininer, weil der Mond ja eben was für sehr Emotionales und Weiches steht. Also eine sehr feminine Ausstrahlung. Und grundsätzlich bist du dann jemand, der vor allem ja sehr sensibel, vielleicht auch einfach auf das Verhalten von anderen reagiert. Also grundsätzlich hat das, glaube ich, eine sehr starke ja, reaktive Energie. Also du bist eben ja für das Verhalten anderer sehr sensibel, vielleicht übersensibel. Du bist aber andererseits auch sehr intuitiv veranlagt. Also du folgst vor allem dem, was du fühlst, bist sehr emotionsgeleitet, aber eben auch sehr empathisch anderen gegenüber. Und wie es natürlich immer mit dem Mond ist, also grundsätzlich Familie zu Hause ist dir sehr, sehr wichtig, familiäre Herkunft. Also irgendwas, auch das spielt eine zentrale Rolle in deinem Leben.
und für dich als Person, wie ich ja gesagt hatte, einerseits eine sehr feminine Ausstrahlung, aber auch eben so eine romantische Veranlagung, glaube ich, ist auf jeden Fall mit dem Mond im ersten Haus auch gegeben. Hast du den Planeten Merkur im ersten Haus stehen, dann macht dich das als Person einfach sehr mental wach, also sehr aufmerksam, wahrscheinlich auch sehr wissbegierig. Also du bist jemand, der auf jeden Fall kommunikationsfreudig ist und der auch immer wieder kognitiv gefordert werden muss. Also so von der Person kann das auch immer sein, dass dich das leicht unruhig macht. Also wenn du den Merkur als den Planeten hast, der eben so für deine Gedanken und deine Kommunikation steht, dann macht dich das schon so ein bisschen so vom Inneren auch ja manchmal unruhig, vielleicht auch nicht so entscheidungsfreudig. Also das kann sich so zweierlei ausprägen. Also entweder bist du sehr durchsetzungsfähig oder halt auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Weil der Widder ist ja auch so der des ersten Hauses, der ja nicht so geduldig ist. Also so gedanklich kannst du dich vielleicht auch manchmal, neigst du zur Selbstüberschätzung im schlimmsten Fall. Aber wie gesagt, du hast sehr, sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Also grundsätzlich glaube ich, bist du sehr anpassungsfähig und kannst sehr gut schreiben, lesen, sprechen. Also solche Sachen sind einfach etwas, was dir sehr, sehr liegt. Hast du die Venus im ersten Haus stehen, dann bist du wahrscheinlich jemand, der ja sehr zärtlich ist und sehr empathisch, aber auch grundsätzlich eine sehr schöne Ausstrahlung hat. Also sehr feminin vor allem auch von der Ausstrahlung. Also auch gerade Frauen werden dadurch deutlich weiblicher und haben so eine sehr charmante Art einfach vom Äußerlichen. Und dir ist Aussehen vielleicht auch sehr wichtig. Also die Venus ist ja schon das, der Planet der Liebe und der Schönheit, aber auch das des Geldes. Also die Venus im ersten Haus zu haben, kann halt einerseits dazu führen, dass man ja so ein bisschen sensibler irgendwie wird und vielleicht dann auch zu Schwärmereien neigt und aber auch eben diesem Geld und dem Luxus oder dem Genuss so ein bisschen verfällt. Also die Venus im ersten Haus kann dich einerseits ja vielleicht schwärmerisch machen, aber auch verschwenderisch. Also das kann sein, dass du ein bisschen zu ja, vielleicht macht es dich sogar faul, also weil du dich einfach nur auf diesen Gütern ausruhst und sozusagen vielleicht auch verschwenderisch Geld für dich selbst einfach ausgibst. Also im Negativen, glaube ich, kann sich das so ein bisschen ausprägen, dass man dann sogar narzisstisch wird, weil man einfach zu sehr auf sich selbst und sein Äußeres und auf irgendwie Geld schaut. Aber so im Positiven würde ich auf jeden Fall sagen, würde sich das ausdrücken, dass man ja sehr sympathisch anderen gegenüber ist und auch sehr wohlwollend. Und vielleicht, ja, grundsätzlich auch künstlerische Begabung ist auf jeden Fall da. Und ich hatte ja gesagt, beim ersten Haus geht es auch immer so ein bisschen um, ja, Durchsetzungsfähigkeit. Ist man schon ein sehr sensibles Tierzeichen und dann noch mit einer Venus im ersten Haus, kann das sein, dass du zum Beispiel weitaus stärker an deiner Durchsetzungsfähigkeit arbeiten musst, weil die Venus dich eben dann doch nochmal so weich macht. Hast du den Planeten Mars in deinem ersten Haus stehen, dann bist du jemand, der ja wahrscheinlich sehr unabhängig ist, sehr eigenständig ist und auch sehr ein großes Durchsetzungsvermögen hat, weil der Mars ist ja eben nun ja der Planet, der so für unsere Handlung steht, für Aktivismus, aber auch für eine sehr männliche Energie. Und das im ersten Haus macht dich eben ja sehr kopfstark vielleicht auch, also grundsätzlich körperlich sehr stark, auf jeden Fall einen sehr starken physischen Körper, mit viel Energie, also auch einer starken sexuellen Energie, glaube ich, was dich einfach sehr, sehr leidenschaftlich macht, aber eben auch ja, sehr impulsiv. Also du lässt dir, glaube ich, nicht gerne sagen, was von anderen. Ja, diese Unabhängigkeitsbestreben ist einfach sehr stark. Und du kannst dadurch auch teilweise sehr rücksichtslos sein. Also ich glaube, solche Menschen mit viel männlicher Energie im ersten Haus, das sind so Leute, die müssen immer so ein bisschen physischen Kontakt haben, aber verletzen sich dann zum Beispiel auch öfters mal selber oder verletzen vielleicht auch andere mit ihrer etwas rücksichtslosen Art. Aber wie gesagt, ja, es macht dich grundsätzlich auch sehr, ja, hast viel Energie, also du kommst immer ins Handeln, verfolgst deine Ziele wahrscheinlich auch mit großem Elan, ja, und ein starkes Durchsetzungsvermögen auf jeden Fall. Hast du Jupiter in deinem ersten Haus stehen, dann macht dich das als Person einfach sehr, sehr heiter und sehr, ja, wahrscheinlich auch sehr lustig oder funny. Also grundsätzlich eine sehr optimistische Haltung, die Leute, glaube ich, von außen so wahrnehmen. Also Jupiter macht dich, glaube ich, gesellschaftlich sehr anerkannt, weil du einfach eine sehr offene Art hast, ein gutes Selbstbewusstsein auch mitbringst und ja, dich vor allem eben für gesellschaftliche Werte und Ethik einsetzt. Also das ist dir sehr, sehr wichtig. Von der Person bist du auch einfach sehr tolerant, auch sehr großzügig. Also Jupiter ist ja wirklich der, der so Glück bringt und auch Wachstum und Schönheit, aber so wirklich das des Reichtums.
Und ich glaube, wenn man Jupiter im ersten Haus hat, kann das auch dazu führen, dass man so ein bisschen, ja, so ein bisschen inkonsequent wird mit so Selbstdisziplin. Also man ist dann leicht, ja, leicht schwelgerisch oder gibt dann viel Geld aus oder hat so einen leichten Hang dann zum Beispiel so zu viel zu essen. Das ist ja immer so ein bisschen dieses, weil man sich so wohl fühlt. Aber das ist so, glaube ich, das, was so negativ passieren könnte. Aber grundsätzlich macht es dich eben ja zu einer sehr offenen und warmherzigen Person, die Leute, ja, die Leute auch so wahrnehmen. Und Jupiter bringt einfach auch sehr viel Karma für dich mit. Also Dinge werden sich immer für dich im Guten auswenden, gerade für dich als Person in deiner selbst, in deinem Körper zum Beispiel auch. Hast du den Planet Saturn in deinem ersten Haus stehen, dann macht dich das halt grundsätzlich zu jemandem, der einfach sehr, ja, selbstdiszipliniert ist und auch sehr fleißig. Weil Saturn ist eben der Planet, der so ein bisschen eben für Verantwortung steht, für Selbstdisziplin, für Ausdauer. Und der immer so ein bisschen so als Kontrollfaktor kommt. Und wenn er in deinem ersten Haus steht, bist du wahrscheinlich jemand, der einfach emotional vielleicht auch weitaus kontrollierter ist, eine starke Selbstkontrolle hat. Und Saturn kann je nachdem, wohin er fällt, eben einen auch so ein bisschen hemmen. Also es kann schon sein, dass es dir auch manchmal so ein bisschen im Weg steht, eben dich vielleicht auch emotional auszudrücken, ja, dich selbst auszudrücken, weil es dich immer wieder in einen Kontrollzwang bringt. Also es bringt dich immer wieder dazu, ja, sehr leistungsorientiert zu sein. Und ich glaube, das ist das, wofür du auch Anerkennung erlangst, aber eben nie so richtig für deine Person selbst. Also das erste Haus steht ja auch für einen selbst. Und ich glaube, da ist Saturn immer das, was einen immer so dazu bringt, ja, immer mehr zu leisten und immer mehr Disziplin in die Dinge reinzusetzen, damit man dafür aber Anerkennung erhält. Also ja, es macht dich sehr ausdauernd und leistungsfähig, kann dich im schlimmsten Fall aber eben auch sehr kontrollieren, dich vielleicht auch hemmen, dich sehr festfahren. Also bei Saturn muss man immer ein bisschen gucken, wie er sich sozusagen für einen selber, ja, wie gut oder nicht gut man gerade mit ihm umgeht. Ja, das ist so das, wenn du Saturn im ersten Haus hast. Grundsätzlich, ja, hohe Selbstdisziplin auf jeden Fall. Hast du den Planet Uranus im ersten Haus stehen, dann bist du, wirkst du nach außen hin, glaube ich, grundsätzlich sehr cool und gelassen. Aber innerlich ist das, glaube ich, eine andere Sache. Also innerlich hast du, glaube ich, auch so eine, ja, eine Triebhaftigkeit in dir oder eine gewisse Unruhe, die dich nach außen hin aber sehr angepasst wirken lässt. Also nach außen hin zeigst du dich, glaube ich, immer eher cool und reserviert. Aber Uranus ist ja so der Planet, der eigentlich so sehr für Originalität, aber auch plötzliche Wendungen steht. Also der immer so ein bisschen kommt und alles ein bisschen aufschüttet. Und das im ersten Haus macht dich einerseits ja sehr kreativ, innovativ, auch sehr willensstark, weil du, glaube ich, gutes Durchsetzungsvermögen hast mit Uranus im ersten Haus. Aber es macht dein Verhalten manchmal auch ein bisschen, ja, bringt dich immer wieder dazu, plötzliche Veränderungen in deinem eigenen Leben vorzunehmen, in deinem Verhalten. Also ich glaube, für Leute ist es ganz oft schwer, dein Verhalten zuzuordnen, weil du ja dich immer wieder vielleicht auch mal umentscheidest. Also ja, Uranus macht dich, ja, wie gesagt, innovativ vom Gedanken und von Ideen und auch cool, aber teilweise auch unvorhersehbar. Also Leute können dich teilweise vielleicht auch schwer einschätzen. Hast du den Planeten Neptun in deinem ersten Haus stehen, dann macht dich das einfach als Person sehr feinfühlig und sehr sensibel, also auch für Eindrücke von außen vor allem. Und es gibt dir eine große artistische Veranlagung, also sehr kreativ vielleicht auch. Aber so Neptun bringt immer so ein bisschen auch was Undurchsichtiges. Also Neptun ist ja einerseits auch sehr Spiritualität, also eine Affinität für Spiritualität. Also vielleicht bist du jemand, der ja sehr spirituell ist oder veranlagt ist. Aber es kann dich halt auch so von der Person selbst, wenn du zum Beispiel nicht spirituell bist, auch eher so in Tagträume verfallen lassen, vielleicht ein bisschen faul machen. Also Neptun im ersten Haus ist schon so jemand, der nicht ganz so durchsetzungsfähig vielleicht auch ist, nicht ganz so willensstark. Aber wie gesagt, so von dem, wie du selbst bist, ja, glaube ich, Neptun im ersten Haus ist ein bisschen schwierig, weil es vor allem um Grenzen geht. Also ich glaube, man selber hat, ist, die Grenzen sind nicht so ganz klar von sich selbst zum Außen und da geht es viel auch um Abgrenzung. Also wie offen bin ich anderen gegenüber? Weil ich glaube, andere können nicht so gut in dich hineinschauen oder können dich nicht so gut zuordnen. Aber du selbst musst dich auch vom Außen abgrenzen. Also grundsätzlich, ja, Neptun im ersten Haus, eine spirituelle Veranlagung, auf jeden Fall, auch sehr künstlerisch. Aber ja,
die Neigung dazu, sehr sensibel zu sein für das, was außen auch geschieht. Hast du den Planet Pluto in deinem ersten Haus stehen, dann hast du eine sehr magnetische und kraftvolle Ausstrahlung. Also nach außen hin, glaube ich, Pluto ist so der Planet, der wirklich mit sehr viel Power kommt, also mit sehr viel Kraft und auch für Transformation steht. Und er gibt dir einfach sehr viel Willensstärke. Also von dem, wie Leute dich wahrnehmen, bist du, glaube ich, sehr konsequent auch, sehr durchsetzungsfähig. Aber Pluto bringt auch ein sehr starkes Innenleben. Also wo er dich einerseits, ja, vielleicht physisch sehr stark macht, hat er vor allem einen sehr krassen Fokus auf das innere Erleben. Analysierst dich wahrscheinlich auch stark selbst und hast eine starke Selbstkontrolle. Also ich glaube, Pluto bringt auch viel dieses im ersten Haus, wie du dich selber anderen zeigst und das sehr kontrolliert. Aber halt auch, ja, du verfolgst deine Ziele konsequent auf jeden Fall. Nach außen hin, ja, Pluto kann dich auch sehr tough machen. Also im schlimmsten Fall bist du jemand, der dann sehr rachsüchtig wird, vielleicht sogar hinterhältig. Aber so vom Positiven, wie gesagt, gibt es dir sehr viel transformative Kräfte, also sehr viel Power. Du kannst deine Ziele auf jeden Fall erreichen, wenn du möchtest. Und ja, es gibt dir auch einfach eine sehr analytische Fähigkeit. Also auch Pluto ist ein Planet, der ja wie zum Beispiel für den Skorpion steht, also der auch sehr ins Detail geht, sehr ins Tiefe. Also ja, auf jeden Fall eine sehr intensive Ausstrahlung für Pluto im ersten Haus. Wenn du dir jetzt alle Planeten nacheinander angeschaut hast, wie sie sich in dem ersten Haus verhalten und du noch nicht Teil unserer Astro-Community bist, dann solltest du auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, weil dann unterstützt du erstens meine Arbeit, wirst Teil unserer schönen Astro-Community, worauf wir weiter wachsen können. Und wir können uns weiter austauschen und du verpasst auch kein weiteres Video, was ich dazu hochlade. Weil du hast ja schon gemerkt, je nach Planet verändert sich der Ausdruck des ersten Hauses zum Beispiel total. Also es kommt letzten Endes wirklich auf den Planet an, wie sich seine Energie ausdrückt und wie das erste Haus dann zum Beispiel zum Vorschein kommt. Und die Videoreihe geht ja noch weiter, also du würdest dann nämlich das nächste Video dazu auch nicht verpassen, weil du eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich was Neues hochlade. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.